Sind es jetzt an sich wirklich Geister? Die sehen nämlich aus wie Zombies. Zombie-Omas. Nicht die Zeugen Jehovas, die Zombie-Omas sind's. Trausi, was machst denn du hier? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Infinite Fusion hier dran. Und ich tue, ja, in Prismania City ist viel passiert. Wir haben Giovanni besiegt. Ich habe mir meinen vierten? Moment, der vierte war es, oder? Ja, der vierte Arena-Orden verdient. Meine Pokémon gehäuche ich mir jetzt bis Level 50. Das könnte ein Problem werden. Da viele meiner Pokémon schon fast Level 50 erreicht haben. Aber das verwundert halt mich halt schon, weil, ja, natürlich. Ich nehme jede Trainerkampfmöglichkeit, jeden Trainerkampf wahr, wo es möglich ist, aber dass meine Pokémon halt trotzdem so schnell aufleveln, weil ich meine, jetzt im normalen Verlauf hätte ich glaube ich erst Level 40 oder so erreicht oder Level 36 in Prismania City und jetzt ist es schon fast Level 50. Gut. Also, mir ist eingefallen, da war ja noch dieses eine, war ich da eigentlich schon drin gewesen? Moment, ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin gewesen, oder? No one likes to admit it, but this city has a pretty bad pollution problem. Just take a look at the sewers. They're infested with grime. The city's sewers have always been infested with Pokémon. But they've gotten even worse ever since fused Pokémon started to appear around their region. Aha. Gut, hier war ich noch gar nicht drin gewesen. Hier in dem Hotel heißt es ja, jemand möchte eine Evoli-Fusion sehen. Entweder hier mit dem Mondstein oder mit dem Sonnenstein. Und ich habe ja ein Evoli geschenkt bekommen. Und ich habe mir schon überlegt, ich möchte es zu einem Nachtara weiterentwickeln. Das konnte ich ja jetzt direkt hier machen. Das warst doch du gewesen. Du hast mir sogar einen Mond oder und Sonnenstein zur Verfügung gestellt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Silverspicer habe ich. Twisted Boom, Black Sludge, Thunderstone. Damit will ich meine Tracer weiterentwickeln. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, die Fusion wird gut aussehen. Sunstone habe ich. Moonstone, 3 Stück sogar. Use it. Nur möglich auf Eevee und... What Eevee is evolving? Mit was ich jetzt Evoli fusionieren möchte, habe ich noch keine Idee, aber Unlicht. Wie gesagt, Unlichttypen sind einer meiner Favoriten. Ha! Gendeckung des Nachtara, das beißt ja gleich in den Hals. Da kann man halt einige gute Typkombinationen ermöglichen. Es will Verfolgung lernen. Das machen wir doch. Und zwar anstatt Refresh, the user rests to cure itself of a poison, burn or paralysis. Aha. Das wäre praktisch, weil es hat die Fähigkeit Synchro. Damit kann es Statusveränderungen weitergeben. Dann mache ich das anstatt Quick Attack. Gut. Weil Nachtara hat nicht so viele Unlicht. Das wäre die Idee. Nachtara hat an sich nicht so viele Unlichtattacken in seinem Repertoire. Ja. Daher die Frage, ich könnte auch, es müssen nicht immer Dualtypen sein. Ich könnte auch Nachtara mit einem anderen reinen Unlicht-Pokémon fusionieren, um ein neues Unlicht-Pokémon zu kreieren. Das wäre auch was. Vielleicht mit dem anderen Zoroa, was ich hatte. Aber nee, das habe ich ja mit Vulpix fusioniert, weil ich da sehen möchte, wie die Fuchs-Fusion aussieht. Faint Attack, Pursue. Dann machen wir das doch anstatt dem. Tada, Forgotten Pursue, dann Faint Attack. Gut, und will ich jetzt gleich die Fusion machen mit dem Donnerstein? Ja. Oh Mann, ich bin gespannt. Tracer, der Moment der Wahrheit. Pikachu zu Raichu, das setze ich, tue ich so selten machen, außer wenn ich das halt für den Pokédex brauche. Oh, oh. Oh! Der tat was. Das sieht slick aus. Oh! Riflame. Das ist schon mal ein cooler Fusionsname. Das Design hat was. Das sieht aus wie so ein Mini-Greif. Ja? Besonders weil halt die Ohren aussehen wie die aussehen von so einem. Von einem Löwen und das mit dem langen Schweif. Oh ja!
Wie sind die Werte? 128 Speed. Da würde Elektroball würde da helfen. Der Angriff ist gut. Der Spezialangriff auch. Die Verteidigung nicht so, aber es kann schnell zuschlagen. Oh. Ich habe außerdem geschaut, was für Attacken ich meinem Pokémon beibringen könnte. Ich könnte The Flash Flammenrad beibringen, aber ich denke mir, die Kombination Nitroladung, Agilität, Elektroball ist richtig gut. Die Attacken sind auf jeden Fall gut. Das lasse ich ihm auch. Sir Plastolot, ich würde schauen. Anstatt Aquawelle würde ich ihm Hydropumpe beibringen. Das bläst ja a lot. Das muss sein. Eine Spezialattacke wäre eigentlich ganz gut. Und wenn es halt eine Stab-Attacke ist. Ansonsten würde ich eher... Flash-Kanone ist natürlich auch gut. Risiko-Tackle ist gut wegen seiner Fähigkeit. Also würde ich irgendwas irgendwie schauen, was ich mit Aquatail, was ich da austauschen könnte. Vielleicht Erdbeben oder eine andere direkte Attacke. Gut, was meint ihr mit dir, Tracer? Ich hatte mir einen Spitznamen überlegt und ich glaube, der passt sehr gut, weil für alle, die jetzt Overwatch nicht kennen, Tracer ist ja der Codename von einer Pilotin, die hatte ein experimentales Flugzeug ausprobiert, The Slipstream, ja, und da gab es dann halt, welches dann mit Zeitmanipulation spielte, funktionierte, und dabei ist es dann passiert, dass sie in Zeit und Raum verloren ging, oder eher gesagt in der Zeit, und hat dann zeitmanipulative Kräfte bekommen, also kann ihren eigenen Zeitstrom beeinflussen, und Slipstream. Ich würde sagen, dieser Spitzname passt auch sehr schön, und auch das Detail finde ich gut, dass die Schwanzspitze fehlt von dem Reitschuh. Das ist nämlich bei Weibchen der Fall. Also, nicht mehr Tracer, du bist jetzt upgegradet, und zwar Slipstream, der Name hat auch was. Slipstream. Können wir auch gut vorstellen, dass du auch richtig schnell fliegen kannst. Und Umbreon, wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Ich glaube, ich nenne dich Eclipse. Das hat nämlich was mit dieser Sonnenfinsternis. Ja gut, es soll der Mond darstellen. Während der Fusion mit Psyana war es, aber Psycho, Unlicht, das hätte vielleicht nicht so unbedingt, aber Eclipse, das hat, der Name hat was. Der Mond legt sich vor, die Sonne, ewige Dunkelheit soll herrschen, Eclipse. Nun gut, also, du möchtest ein entwickeltes Pokémon sehen? Bitteschön. I'm conducting a study on the Pokémon Eevee. Could you show me the Pokémon that Eevee evolves into when it's exposed to Moonstone or the Sunstone? Could you show me such a Pokémon? Yes, hier, bitteschön. This information will be very useful to my research indeed. Thank you for helping me out. I want you to have these. 2 Super Splicers. Das ist eine gute Belohnung. Super Splicers are prototypes that is still being developed at Slipco. It hasn't even released to the public yet. Dankeschön. Was wolltest du nochmal? There's no legends there, at the battle event the town reveals. Ach stimmt, das kann ich ja machen, wenn ich jetzt dann gleich den Mr. Fuji rette. Ja, das kann ich dann gleich machen. Wenn ich auf dem Weg bin. Fällt das jetzt aus? Was wolltest du nochmal? Ach stimmt ja, du wolltest ja ein Ei haben für ein Omelette. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich hier das mit einem guten... Ob ich hier das bringen soll, wenn ich ein gutes Gewissen behalten möchte, ja? Ich gebe ihr ein Ei, nur damit sie sich ein Omelette machen kann. Ich meine... Wäre es jetzt was anderes mit dem Hühnerei? Keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Huhn als Haustier gehalten, aber ich habe hier Pokémon gehalten. Das ist jetzt nochmal was anderes. Ja gut. Jetzt die Frage. Hätte ich ein Pokémon, mit dem ich es fusionieren könnte? Also ich meine, falsche Taste. Ach stimmt, ich wollte ja die Reverse-Fusion machen. Reverse. Should Pennywise be reversed? Yes, geht das. Es geht. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Okay, ja, ich wusste. Biber Kopf. X-Bad Körper. Dann ist es Käferflug. Bibert. Ganz ehrlich, das gefällt mir besser. Twin Needle. Das gefällt mir besser. Käferflug. Oh ja. Bitte, her damit.
Die Donald Leechleife oder Trinidad. Oh, die Attacke ist gut. Aber Trinidad ist auch gut. Und vergiften. Es will einfach nur vergiften. Nee, ich lasse es. Aber die Fusion lasse ich. Pennywise wants to learn Weathershock. Das wäre natürlich was wegen dem Vergiften. Aber es ist kein guter Spezialangriff. Oder hat sich das geändert? Das lasse ich. Die Fusion sieht um einiges besser aus. Da müsste ich mir aber einen anderen Spitznamen überlegen, weil Pennywise passt ja jetzt nicht mehr. Ja, der Spezialangriff ist nicht so gut. Power-Ups Bug-Type-Moves. Direkter Angreifer soll es bleiben. Gut, du wirst so bleiben. Ich werde dir einen neuen Spitznamen geben. Aber was für einen, weiß ich noch nicht, aber gut. Schauen wir mal weiter. Was für Unlicht-Pokémon hätte ich denn parat? Genau, das ist die Fusion, von der ich geredet habe. Rogue, Hunduster und Sneevel. Ich hätte noch einen Hunduster. Uncle Wolf, ja. Alter Let's Play-Kollege, ich merke mir diesen Spitznamen, den gebe ich jetzt immer, wenn ich so ein Projekt spiele, meinem Hunduster. Ein bisschen Kramurks könnte ich machen. Aber ich hatte auch noch einen Sneeble. Oh, es hat Griffklaue als Item. Interessant. Ich hätte auch hier Gladiantri. Also ich will ja ein reines Unlicht-Pokémon. Was würde denn da gut passen? Also ich will reines Unlicht haben. Das wäre auf jeden Fall Unlicht-Eis. Das wäre auch Unlicht-Flug. Also es würde ja auf jeden Fall einen Zweitypen bekommen. Ich müsste es mit einem reinen Unlicht-Pokémon fusionieren. Und bis das wäre im Moment eigentlich nur Zora. Könnte man natürlich ein neues Zora fangen oder ich überlege mir ein anderes, weil ein vierbeiniges Pokémon mit einem anderen vierbeinigen Pokémon zu fusionieren, das wäre wahrscheinlich am schlauesten. Ja, das wäre am schlauesten. So, Reaper, dich nehme ich mit. Der Eclipse ausgetauscht. Und dann gehen wir mal, würde ich sagen, den Mr. Fuji retten. Reaper, du wirst mal hier vorne rangesetzt. Der Team Harz Fauste kennt ihr nur noch, ich sag's euch. Damit werde ich hier Team Rocket hier das Fürchten lernen. Moment, ich kann ja fliegen. Flieg. Use it here. Flieg. Slipstream. Flieg nach Lavandia Town. Da bist du. Dahin. Da sind wir. Ein bisschen würde es mich interessieren, wie die Reverse-Entwicklung, wie die Reverse-Fusion aussehen würde. Aber das wäre wahrscheinlich ein Feuer-Elektro-Pokémon. Ob die aber vielleicht auch greifenähnlich wäre, ja? Aber die gefällt mir so gut, die lasse ich. Und auch eben die Typkombination Elektroflug. Ich wollte ja sowas haben wie ein Mini-Zapdos im Grunde. Elektrofeuer würde ich... Oh, ich glaube... The Flash werde ich mal ablegen. Ja, weil The Flash ist jetzt ein bisschen zu schnell, so ein bisschen zu stark geworden. Und besonders, wenn ja die nächste Arena, die ich herausfordere, die in Safronia City ist, die hat ja Psycho-Pokémon. Da würde das helfen. Reaper würde auch da helfen. Serpentastolot, du bleibst bei mir. Pennywise, du kriegst einen anderen Namen. Fenrir, Slipstream, du bleibst auch bei mir. Du bist mein Liebling. Du bist ja das erste Pokémon, was ich gefangen habe. Soulweaver. Ganz ehrlich, Soulweaver könnte ich ablegen. Bis ich jetzt nämlich weiterentwickelt habe. Was hast du für ein Item? EXP-Share. Okay. Ich könnte das erstmal ablegen oder welches andere Pokémon könnte ich mitnehmen? Fire Dark, du bist auch wieder ein Feuertyp. Aber ich habe allerlei Unlichttypen in meinem... Wobei, du bist ja eigentlich auch ein Unlichttyp. Dich könnte ich wieder mitnehmen, weil dann hätte ich nämlich wieder ein... Ich hätte ein anderes Feuer-Pokémon im Team. Aber nur ein Elektro-Pokémon. Weißt du was, dich nehme ich mit. Ich habe ja auch schon eingeplant.
Apropos, ich glaube, ich müsste was ändern. Ich glaube, ich müsste was ändern, weil ich dachte, das wäre die richtige Kombination. Es ist aber Feuer und Licht. Es ist der Kopf von... Der Kopf von Vulpix und der Körper von Soror. Nehme ich an. Ich müsste, glaube ich, damit es der Kopf von Soror ist, müsste ich es reversen. Moment, das muss ich im... Muss ich ein Menü machen. Mr. Fuji, halten Sie doch ein bisschen aus. Ich muss hier erstmal was organisieren. Party. Reverse. Moment. Ja doch, weil die Fähigkeit würde ich ihm lassen. Reverse. Should you Vulra be reversed? Yes. Damit es ein Unlicht-Feuer-Typ ist. Oh ja. Weil man sieht ja, es ist mehr Feuer. Daher könnte auch die Entwicklung mehr Vulona-lastig sein. Aber ich möchte, dass es mehr Sorak-lastig ist. Oh, das sieht ja aus wie Sora mit einer Dauerwelle. Supix! Scary Face. Ja, so sieht es auch aus. Mach hier mal meine Grimasse. Hey! Aber die Attacken lasse ich ihm. Ja, die lasse ich ihm. Den Nordland Scary Face. Gut, Flashfire. Wie sind deine Werte? Lass mich nochmal gucken. Du bist ja, glaube ich, mehr Spezialangreifer. Ja, du bist Spezialangreifer. Dann gebe ich dir nämlich jetzt den Abteiler. Firestone. Ich könnte es sofort entwickeln, aber ich glaube, ich warte erstmal, weil, wie gesagt, Steinentwicklung, die erlernen keine neuen Attacken. Wo ist mein EXP-Share? Item. Ach so, Use, aber ich will es ja geben. Das war der Fehler. XP-Share, gut. Reaper geht an die vorderste Front. Gut, gut, gut. Also, jetzt wird Mr. Fuji aber gerettet. Vielleicht kann ich ja auch ein paar, vielleicht bin ich ja noch ein paar andere Unlicht-Pokémon in dem Tower. Gut, es sind zwar Geister-Pokémon, aber die kann man ja auch wieder vielleicht defusionieren. So. Jetzt werde ich euch das Fürchten lehren. Ich werde euch nämlich erkennen. Sind es jetzt an sich wirklich Geister? Die sehen nämlich aus wie Zombies. Zombie-Omas. Nicht die Zeugen Jehovas, die Zombie-Omas sind. Strausi, was machst denn du hier? Du kannst dich doch gar kein... Level 33 haben die hier. Du kannst doch hier gar keine Träume mehr schnabulieren. Sind nur tote Leichen unterwegs. Kikiki! Weiche, weiche. You are challenged by Channeler Hope. Sneedrivis. Und das hat was mit den fliegenden Armen, wie hier so wie Rayman. Hey, der Witzka, okay. Aber so wie der Sprite aussieht, die sieht blau aus, die sieht aus, als wäre die schon tot und schon wochenlang kalt gewesen. Super effektiv, was, hä? Dann machen wir mal hier. Hey! Ich bin der Reaper, ich gebe dir Arbeit, lieber Geist. Aua. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Pennywise, ehemalig Pennywise, der Name wird noch kommen. Bist du dran? Du siehst so cool aus. Hä? Besonders mit diesem lila Streifen auf der Stirn. Das hat schon was. Cross Poison. Du bist zwar auch ziemlich stark, aber du wirst mir jetzt ein bisschen mehr gehorchen. Nicht sehr effektiv. Jetzt ist es ja Pain Speed. Ach stimmt, das hat ja Schmerzteiler. Aber es ist vergiftet. Jetzt ist es ja ein Käfer-Flug-Pokémon mit Giftattacken. Vorher war es ja ein Käfer-Gift-Pokémon mit Flugattacken. Psybeam, haha, wäre vorher sehr effektiv gewesen, aber nicht mehr. Blutaura, gib mir den süßen Saft. Ein KP und es ist meiner. Sopix, Level 22, ja schön. Das Slash. Ah, das ist meine Fusion. Hör mir auf! Flügelschlag! Futsch! Oh, richtig effektiv. Curse. Oh, nimm dir ein... Ja, sicher. Nimm dir selber Leben ab, damit du fast hier tot bist. Einmal hier Blutsauger. Ich... nimm dir das Restchen Leben ab. Mein blöder Husten. Ich muss trinken. Oh, sehr gut. Du hast was getrunken, ich hab was getrunken. So geht's uns beiden gut. Hm, what am I doing? Oh. Ach so, die ist besessen. Sorry, I was possessed by the spirit.
Das erklärt's. Das erklärt's. Los, Slipstream. Meine Liebe, du darfst mal zeigen, was du drauf hast. Oh, wow, eine davon ist wahrscheinlich nur eine normale Oma, die sich irgendwie hier mit Blaubeeren vollgerieben hat. Ich habe gehört, es ist gut für die Haut und ich hatte noch dabei eine genascht und dann steckte sie im Hals. Was bist du denn? Bidifas und ein Bikrikus, du bist ein echter Toll. Ein verfluchtes Blockhaus. Meine Güte, machen wir mal hier. Brenn es nieder mit Feuer! Ah nee, du müsstest wahrscheinlich ein Wassertyp sein. Au, 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 au! Ach, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Da steckst mir ja wirklich was in den Nacken. Okay, einmal hier Spark. Solltest nicht sehr effektiv. Okay, dann bist du ein Normalgeist-Typ. Aber normal siehst du überhaupt nicht aus. Fendiger, Level 43, 23 für Topics. Faint Attack. Will ich das? Anstatt hier. Verfolgung, yo. Das können wir machen. Das können wir machen. Wieso? Bitte was? Hat sich die. War gerade hier der Sound zu schnell gewesen oder was? Misslings? Was bist du? Oh. Sweet. Rosana und. Traunfugil. Devotion hat was. Hm? Shinx Design ist ja eher so, man weiß nicht, welche mögen es überhaupt nicht. Aber die Fusionen, boah, eine Leinwand für kreative Ideen. Hm? Achso, stimmt, das hat ja auch Nitro-Ladung drauf. Level 36, Gyroball für Reaper, nein, danke. Und jetzt ist Slipstream wahrscheinlich erlegt. Reaper und Solon Hex. Ah, oh. Aber ich ist kein so guter Spezialangreifer. Daher nein, danke. Slipstream wird jetzt gleich verbrennen, oder? Oh, Glück gehabt. Hä? Who? What? When? Why? There are spirits up to mischief. You have to be careful. Was du nicht sagst, Oma. Hyper Potion, das nutzen wir mal. Ihr löst ja Lars Hyper Potions, ich habe noch Kaffee in meinem Repertoire. Yep. Also interessanterweise, diese Kämpfe machen mir jetzt mehr zu schaffen als die Kämpfe in der Arena, obwohl meine Punkte so stark sind. Und die dritte Oma. Be gone, evil spirit! Schon mal in den Spiegel geschaut. Ich sehe kein Spiegelbild! Oh, oh. Deborah. Oh, Igel Lavar und echt toll, Heide Witzka. Dann machen wir mal hier Schmarotzer. Deshalb lasse ich die Unterattacke, weil wie gesagt, ich habe so viele andere Gruppen mit Nachthieb und der Effekt sieht cool aus. Was hat's gemacht? Verändert? Achso, es hat Fluch eingesetzt. Schlechtes Timing, wenn du diese Attacke dann immer einsetzt. Pennywise, Level 44, Felsdinger? Wenn the user knocks out the target with this move, the user's attack stat rises drastically. Ach, das ist hier letzter Stich. Oh, will ich das? Das wäre natürlich was. Ja, es erhöht den Angriff. Aber es muss damit den Gegner erledigen. Aber wenn ich den Gegner vorher vergifte, könnte das sehr schnell passieren. Könnte ich ihm eigentlich Aeras beibringen? Eigentlich wäre das gut gegenüber. Flügelschlag. Das ist zwar stark, aber ich habe auch oft selber Heil-Items. Und es hat keine so gute Verteidigung, dass es das immer übersteht. Daher Felsdinger. Machen wir das nicht? Warum nicht? So, Pix, Level 24. Und der Fluch, der nagt an meiner Seele. Zu sein den Honfree. Das ist irgendwas mit Smetbo. Ach. Was hast denn du da für kleine Füßchen? Smetbo und Alpollo. Bäm. Verzieh dich in die Nacht, kleines Kind. So, Pex, Level 25. Das wird Hornblern, Verhöhner, nein, danke. Lieber hier Kohleaugen. Phew, the spirit has left. My friends were possessed too. Alles ausreden. Was wollte ich nachschauen? Stimmt, die Verteidigung von Pennywise. 89 und 84. Ja.
Es könnte wahrscheinlich besser sein. Gut, schauen wir mal nach Attacken. Exeter könnte ich ihm beibringen, aber nö. Fliegen könnte ich ihm beibringen, aber das habe ich ja schon. Solar Beam. Kann das eigentlich eins meiner Pokémon lernen? Pennywise kann es lernen. Slipstream auch. Aha, Sir Blastlot natürlich. Vielleicht kann ich ihm noch. Vielleicht kriege ich ja noch die TM für Aeroas. Oder eine andere Flugattacke. Nee, noch mehr Geister, noch mehr Zombies. Ghost! No! Hast du mich jetzt gemeint oder hast du mich vor dir gewarnt? Challenger Morgan. Das. Wirklich. Die haben auch wirklich hier Geister-Pokémon. Was ist das hier? Ein Pixie, was in einem. In einem Sarg steckt. Hey, der Witzka. Okay, einmal Nachtflut. Husch. Der Blitz ist so ein nettes Detail bei der Attacke. Und die Moment, die Verteidigung? Nee, die Genauigkeit sinkt, oder? Du, nimm mal deinen Fluch. Du verfluchst mich wahrscheinlich, wenn du denkst, ich besuche deine Pokémon. Bautest du den Bansekt? Barnett und Barnett und Parasekt. Das wird was sein. Okay, dann machen wir Slipstream. Und eine Feuerattacke hier. Punkten angreifen. Ich habe gesehen, es könnte sogar Sturzflug und Flammenblitz lernen, aber. Oh! Ich habe jetzt eher gedacht, es sieht aus wie Barnett, was dann einfach nur die Farben von Parasekt hat, aber. Juhu! Und da sieht man sogar, dass da ist noch hier die abgezogene Haut von Barnett am Boden. Und da kommen jetzt hier die Krabbelbeine raus. Jaisa, jausa. Verbrenne es mit Feuer. Super effektiv und erhöht die Initiative. Da kannst du nämlich noch schneller angreifen. Deshalb wird die Attacke gut. Und dann noch einmal hier einmal Funksprung, frisiert die Bissel. Der Gegner kann paralysiert werden, das heißt, ich werde schneller. Nicht so effektiv und du wirst hier paralysiert, du kannst dich dann nicht bewegen. Zubix, Level 26, Dankeschön. Where's the ghost? Da fliegt er. I must have been dreaming. Und an Awakening. Ach, Aufwecker heißt es ja im Deutschen. Hä? Wie, wer, was? Ach, stimmt ja, ich kann ja Pokémon treffen. Und was treffe ich? Noch ein Zwielicht? Nein, ein Torvik. Neig dich nicht zu weit vor, ansonsten tut das Wachs auf deine Nase spritzen. Servus. Pass auf, oder ich tue unter deiner Bettdecke hier spuken. Challenge bei Haunted Girl Laurel. Oh, also nicht hier Medium, sondern H. E. Octitomp. Ist es bei vielen Pokémon der Fall, dass der Körper aussieht wie das Totem und dann der Rest ist. Oh, Schleim. Okay, kann ich dich treffen? Bist du ein Geisttyp oder ein Ungeisttyp? Sucker Punch? Aua. Bist du ein Geisttyp? Ja, du bist ein Geisttyp. Okay. Dann kann ich dich hier mit Schmarotzer treffen. Quatsch. Einmal ausprobieren und dann weiß ich schon, wie ich handkraftlich werde bei dir. Pa. Level 45, Dankeschön. Von Embargo. Was ist Embargo nochmal? It prevents the target from using its held item. Its drain has also prevented from using items on it. Ach so, ich kann. Item Fainer. Nein, danke. Ich bin lieber offensiv. Sagen wir das ein paar Dozenten in Banloom, Barnett und Driftloon? Nein, das ist Barnett und Preloom. Also Karpilz. Wieso hast du dich hier auseinandergenommen, nur damit du wieder hier alles aneinander steckst? Das ist doch viel zu schwierig zu steuern. Da braucht man hier drei Hände. Da kann ich dir eine meine leihen, aber ohne abzudrennen. Sehr blass, Dollar, Level 46, Slipstream, Level 46, 27, Soppings. Oh, I'm saved. Hast auch wieder Farbe gekriegt, schön. What happened? I can't remember anything. Vielleicht ist es auch besser so, weil ich habe manche Sachen gesagt, die sollte man nicht auf Protokoll festhalten. Barnett! Nicht Barnett, Schuppert. Die Entwicklung Barnett. Geisttyp. Kann ich dich hier vielleicht mit einmal Schmarotzer vielleicht ein bisschen schwächen? Nein, super effektiv. Schade, schade. Das war's schon gewesen. Ich muss sagen, die Reaper-Fusion ist leider nicht so stark, wie ich es mir erhofft habe. Sieht richtig cool aus. Aber das ist es nicht. Das ist nicht so das Wahre. Na, Oma?
Because with me! Verlockendes Angebot! Lass mich mal 3 Tage Bedenkzeit, ob ich es vielleicht annehme. Wow! Hunter, Apollo und Clan. Wie könnte eine Zwielicht-Clan-Fusion aussehen? Das wäre vielleicht was. Ja. Also mein Ziel ist ja immer noch, ich möchte eine Darmhirplex-Zwielicht-Fusion. Und egal wie lange das dauert, wie bei Level 39. Aber vorher möchte ich halt, falls es vielleicht doch nicht so stark ist, ich könnte auch einfach ein anderes Pokémon, ich könnte mal nach einem anderen Pokémon gucken, was vielleicht eine ähnlich coole Fusion hat. What? May the departed souls of Pokémon rest in peace. Ich sollte mal erklären, erstmal das Item, Spell Attack, Dankeschön für Geistattacken, warum ich unbedingt diese Fusion haben möchte, warum die mich inspiriert hat, das zu spielen. Ich habe vor einer Weile eine Sendung geschaut, die heißt Centaur World, ja. Sieht am Anfang sehr albern aus, sehr cartoony, hat aber einen sehr ernsten Unterton. Da geht es nämlich auch darum, dass ein Centaur, also Centaur kennt ihr ja, halb Mensch, halb Tier, hat sich in einen Menschen verliebt. Und er dachte, es war ein Mann gewesen, sie könnte ihn niemals lieben. Das war aber nicht der Fall. Und er hat sich dann von seiner Tierhälfte getrennt, aber die waren dann, seine Tier- und seine Menschhälfte waren beide dann bewusst gewesen. Die Menschhälfte ist dann mit der Frau zusammengekommen, aber die Tierhälfte konnte nicht so weiterleben. Sie wollte wieder verbunden sein. Der Mensch hat sich geweigert und dann hatte die Tierhälfte Magie eingesetzt und hat Minotauren erschaffen. Das hat ihn selber korruptiert und hat sein Aussehen so dermaßen verändert. Er sah aus wie ein Dämon. Im Grunde wie ein Hirsch. Es war nicht ein Hirsch-Centaur. Da gibt es verschiedene Zentauren. Ein Hirsch mit einem Schädel, riesiger, schattenhafter Körper. Und als ich die Darmhirplex Zwerglichfusion gesehen habe, hat sie mich daran erinnert und ich würde sie den Nowhere King nennen. So hat er sich nämlich genannt. Der Nowhere King. Der König, der nirgends hingehört. Deshalb, das ist meine ganze Motivation, diese Fusion zu finden. Und ich hoffe, dass die Fusion einigermaßen stark ist. Ansonsten bin ich enttäuscht. Give me blood. Da kannst du auch ein paar Tage warten. Ich gehe mal zum Arzt, kann dir ein bisschen hier abziehen lassen, dann schicke ich es dir per Post. Muss da beim Winter warten, damit es nämlich gut abgekühlt ist. Rasaf und Echnatol. Aha. Ist wenigstens schön, dass ihr wirklich hier passende Typen habt. Nicht so wie in den Arenen, da benutzen die einfach alles. Gewissheit. Huh? Hab dich getroffen, einmal hier Schmarotzer, Fatsch. Also die Fusion selber sieht natürlich nicht so cool aus wie der Nowhere King in der Serie. Kann ich euch empfehlen. Ich habe sie durchgeschaut. Hat 2 Staffeln jeweils. Was waren es? Ich glaube 10 Folgen? Ich glaube schon. Und das hat wirklich so seine Albernheiten. Also es ist sehr viele Lieder sind dabei. Das muss ich euch schon sagen. Sehr viele Lieder. Aber die Art und Weise, es ist sehr komödiantisch. Das hat was. Der Zeichenstil auch, dieser Wechsel zwischen dem ernsten und also zwischen dem sehr ernsten, dem Western-Cartoon-Style und auch einem sehr weichen Zeichenstil, so würde ich es jetzt beschreiben. Wow! Hatte bisher die Entwicklung von Lichtel und Roserade. Heide Witzka. Ja, das passt ja sogar. Müsste es wahrscheinlich hier ein Feuertyp sein, oder? Flambuddy. Kein Feuertyp, aber hast die Flambuddy-Fähigkeit. Du bist halt heiß. Da verbrenne ich mich ja sogar. I feel enemy and weak. Da brauchst du mehr Wasser trinken, mehr Wasser mit Eisenbestandteil. Habe ich was, um Feuer zu heilen? Habe ich. Dankeschön. Für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Okay, du bist normal. Achso, bei dir kann ich mich heilen. Come, child, I seal the space with white magic. You can rest here. Enter Purified Protected Zone. Jovis Pokémon fully healed. Na, hätte ich das mal früher gesehen, dann hätte ich mir den Hyperheiler sparen können. Nebulak habe ich mir ja schon eins gefangen. So, ich könnte Fenrir vielleicht wieder tauschen, damit hier Reaper ein bisschen mehr Action sieht. Zum Beispiel bei dem kleinen Mädchen hier. Mein Item, nein! Come play with us. Nein, danke! Kleine Mädchen in...
Haunted Girl Dragon. Dieser Sprite ist so cool anzusehen. Und auch das Chatclops und auch diese Fusion. Meine Güte, Moment. Crasher. Under Crasher. Okay, du hast nicht die Nachtwache. Das heißt, ich kann dich hier treffen. Schattenstoß. Dunkelklaue würde ich am liebsten beibringen, aber das kann leider... Ah doch, die Attacke könnte... Sollte... mir fällt gerade der Name nicht ein. Sandama lernen können. Aber ich habe die TM noch nicht gefunden. Ich weiß noch nicht mal, ob es die TM gibt. Silvette. Keine Ahnung, was du bist. Dann stecke ich mal Pennywise raus. Oh. Was sagt die Zeit? Ich will den Mr. Fuji nicht retten. Ui. Das ist jetzt auch hier Barnett mit Sylveon. Mit Filior. Nee, wie heißt die Fusion von Evoli nochmal? Felinara. Fan-Typ? Pam in die Magengrube. Nicht so effektiv, aber effektiv im Sinne von vergiftet. Aha. So, und einmal Flügelschlag. Einmal von unten geschlagen, von oben geschlagen. Und der feine Stinger ist dann hier genau in die Mitte rein. Foulplay will es lernen. Das ist doch hier Nachspiel. Zero-Tense, Force Power, Gänse, das macht Damage, Ahead Attacks. Ah ne, das ist hier Schmarotze, habe ich total vergessen schon wieder. Fan Attack, ey, ja, das machen wir, das brauchen wir. Ich will hier Schaden haben. Ah, I want my mommy, ich will auch meine Mami. Wir fahren der HP ab. Ich. Eine Frau, wo ich mich hier in die Arme werfen kann, das wäre doch schön. Ich will all die Items haben, deshalb gehe ich hier all die Kämpfe ein. You shall join us. Sei ein bisschen genauer. Was soll ich dir beiwohnen? Vielleicht dir und einer Freundin? Bei einem schönen Abendessen? Nein, Witzka. Diese Echner-Toll-Fusion, hier sieht man ganz schön viel. Da kriegt man ja richtig Lust, hier diese Pokémon da sich eine neue Fusion rauszusuchen. Das ist ja ein Echner-Toll mit einem Lachs, einem Luxtra fusioniert. Aha. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, so merkt man wirklich echt ein tolles Wohl, ein sehr beliebtes Pokémon. Das ist aber vom Design her sehr cool. Ein verfluchter Sarkophag. Level 40. Neue Attacke. Luxtra. Fendiger Level 45. Dankeschön. What a nightmare. How long have I been in here? Ich weiß nicht. Escape Rope? Na. Ob mir das hilft, wenn ich hier dann die Treppe runtergehe? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange du hier warst, aber vielleicht können wir beide noch ein bisschen Zeit hier zusammen verbringen, um uns besser kennenzulernen. Nochmal ein Schuppi. Kommt es mir so vor oder grinst du nicht mehr? Zack, zack. Das sollte nicht sehr effektiv sein. Sollte genug sein, um dich zu schwächen. Die Finte, sehr effektiv. Und du bist gefangen, mein Schatz. Ich hatte dich versucht mal zu fangen, aber dann ist es mir misslungen. Das war in der Wiese gewesen vor Azuria City, als ich trainiert und Pokémon gefangen hatte. One, two, three. You're coming with me, dead or alive. Better alive. But you're a ghost. This is not an option anymore. Chopeze, puppet Pokémon. This Pokémon roams about deep in the night, seeking such negative emotions as crutches and envy. It retreats to its nest when the sun begins to rise. Also es verbirgt sich in der Dunkelheit und sucht nach Gefühlen von Envy war die Eifersucht oder crutches. Die Crutch ist ein. Ich könnte es beschreiben, wenn man hier jemanden bös gesinnt ist. Aber ich kann es nicht auf Deutsch gerade übersetzen. Would you like to give a nickname to Chopeze? Nein, erstmal nicht. Aber ich könnte es fusionieren. Mit irgendwas. Ein reines Geist-Pokémon. Give me your soul. Der eine will Blut, du willst meine Seele. Was will die dritte? Meinen Körper? Nein! Wobei! Na, es hängt davon ab, wer fragt. Ui. Barnett und Ursaring. Ein verfluchter Teddy, den ich nicht knuddeln möchte. Ja, stimmt, du bist ein Normaltyp, da bringst nichts. Und du verfluchst mich schon wieder. Du verfluchst den Reaper, denn er zieht dich ins Jenseits zurück. Okay, dann machen wir mal Pennywise. Mir kannst du nichts. Du fürchtest mich. Shadow Ball. Oh, cool Animation. Okay, was machen wir? Einmal hier Gift-Heap.
Oh, das war nicht in den Magengrube, das war zwischen die Beine. Play nice. Pennywise Attack Fell, achso. Und einmal hier, Fatsch, wieder runtergestreichelt. Ich muss dein Fell wieder in Ordnung bringen, die Frisur, die muss liegen. So, Pix, Level 30. Ich glaube, auf Level 35 entwickelt sich dann Sora. Was? Nein, WhatsAppX is evolving. Jetzt bin ich gespannt, ob ich einen Sprite kriege oder... Oh, ich kriege einen Sprite? Also nicht hier Fragezeichen. Vielleicht ist es auch durch das Update. Ich weiß ja gar nicht, ob es vorher überhaupt ein Fragezeichen gegeben hätte. Ja, also das ist kein Custom Sprite. Weil das ist ein Sora-Kopf auf dem Bullpix-Körper. Hat einen kleinen Pferdeschwanz jetzt bekommen, hä? Sobex wants to run Night Slash. Already 4 moves. Willst du das? Nee, will ich nicht. Habe ich zu vielen Pokémon schon beigebracht. Herr, was an der Possession? Alles hier nur Entschuldigungen. So. Mr. Fuji, ich komme gleich zu Ihnen. Da ist noch ein Pokémon, dem ich hier mal meine Meinung beigen soll. Nämlich ein Lichtel, aber ich habe schon eines. Das brauche ich mir nicht fangen, ich brauche es auch nicht besiegen. Aber an die Spitze setzen tue ich mal Seplastelot. Weil da wird sicher mal wieder ein bisschen hier Team Rocket kommen, oder? Hier geht's ja immer noch weiter, aber gut, meine Damen und Herren. Dann werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Das läuft jetzt nämlich schon etwas sehr lange und... habe ich Frame-Einbrüche? Nee, das ist nur der Nebel, der so langsam hier vorüberzieht. Also, der Turm kommt mir etwas größer vor als Erinnerung. Aber ich brauche wirklich eine Pause. Meine Stimme, die macht langsam mal hier einen Ab. Braucht hier erstmal Pause. Ich brauche Flüssigkeit. Ansonsten werde ich so klingen wie die alten Zombie-Omas. Aber ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Pokémon Infinite Fusion gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, der 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.